Hallo Leute, diese Folge wollen wir mal schauen, dass wir die alten Fahrzeuge ausmustern und vielleicht auch hier die Kette nochmal kontrollieren, ob das jetzt hier so klappt, zum Beispiel, dass hier das Eisenerz kommt und so. Nach dem Intro gucken wir uns das an. Bis gleich. So, der entlädt hier gerade wunderbar und hier ist es jetzt reingekommen. Man sah das auch hier, dass es dazugekommen ist. Und jetzt haben wir hier 35 im Lager und Kohle ist noch 164 da. Konsumiert wird ja gerade reichlich, ne? Es geht schon wieder runter. Das bedeutet eigentlich schon fast, hier läuft zu wenig, ne? Wir haben aber schon zwei Züge da drauf, glaube, oder? Vertue ich mich jetzt, ne? Ich meine, wir hätten schon einen zweiten Zug da. Ja, der fährt aber auch gerade erst runter, okay. Ja, wenn also das Lager hier immer noch leer wird, bedeutet das ja eigentlich, dass wir die Produktion immer noch steigern können, ne? Ja, das würde bedeuten, wir bräuchten noch einen dritten Zug, aber 1,4 Millionen, das schaffen wir da wohl nicht mit, ne? Aber wir können erstmal die anderen Fahrzeuge upgraden, gucken, dass wir da die alten und schwachen mal rausholen, ne? Keine Warnung da, okay. Fahrzeugliste ist hier und Alter haben wir hier. Was? Straßenfahrzeug 73. Alter, das müssen wir auf jeden Fall austauschen hier. Kohle transportiert der, ne? Ein Flugzeug ist da oben neu gekommen. Kohle. Cargo. Ja, dann machen wir das doch so, oder? Die können alle Kohle transportieren, okay. Der Benz Planwagen fährt 40 km/h. 60 fährt der schon. Der fährt auch 60. Die fahren alle 60. Was ist denn jetzt sehr... Okay, die beiden sind der Unterschied, dass der alle Güter transportieren kann und der nur so ein paar wenige. Dafür kostet der etwas mehr. Was ist der Unterschied zwischen dem und dem dann? Emission ist etwas anders. Der hat 2,5 Tonnen, der hat 10 Tonnen. Ach so, transportieren kann Kapazität 13 Tonnen, oh, der hat 14 Tonnen sogar. Und fährt aber auch 60. Ersetzen für 202, okay, der Preis ist natürlich dann auch noch entscheidend, ne? Aber macht nichts, ersetzt den. Und dann geht's weiter in der Liste. Nächstes Straßenfahrzeug ist das hier. Auch austauschen und kommt der gleiche Wagen dran, ne? Der transportiert auch Kohle. Wunderbar. Läuft. Was haben wir hier für einen? Okay, jetzt habe ich natürlich den falschen gekauft, ne? Aber jetzt ist das auch egal. Passiert halt. Die Tram ist alt. Kann ich die Tram umtauschen? Oder wird das zu teuer? Hoch geht eigentlich mit 417.000. Das Geld hätten wir sogar. Keine. Aha, das eine ist ein elektrischer und der andere nicht. Ah, sind alle elektrisch, ne? Okay, das heißt, wir müssten da jetzt erstmal die Strecke aufrüsten, um die Tram auszutauschen. Ja, das ist, wo fährt die denn lang? Hier. Gut. Ich glaube, da müssen wir zur Straße. Aufrüsten. Stadt, Einbahn, Land, Autobahn. Nee, das will ich alles nicht. Das heißt, hier sind wir verkehrt, dann müssen wir hier wohl richtig sein, oder? Aber irgendwie sieht das auch nicht so aus, oder? Busbus, Tramgleis, Auto, elektrisch.
Straßen sind wir schon mal richtig. Wir wollen elektrisch, Spielereigentum, Tool, dann weiß ich nicht, Busspur. Elektrisch ist schon mal klar. Und dann müsste ich das jetzt upgraden. Aufrüsten. So, jetzt müssen wir das mal gucken, wie das Aufrüsten dann aussieht, ne? Aha, da sehen wir dann auch dann gleich die Masten schon. Okay. Das Aufrüsten war jetzt aber nicht so dolle, ne? Jetzt passt es aber, glaube ich. Da ist schon richtig mit der Straßenbahn. Die fährt dann hier hoch. Da lang. Dort lang. Dort lang. So. Dann kriegen wir die aufgerüstet, oder? Ich glaube, jetzt ist sie komplett elektrisch. Sieht erstmal gut aus, ne? Dann wieder die Fahrzeugliste. Und dann die Tram hier. Und diesmal tauschen wir sie dann aus. Jetzt haben wir noch 100.000. Die fährt 40, die fährt 60. Und wie viele Passagiere da? 23. Und die hauen wir raus. Jetzt fährt die. Sehr gut. So, das haben wir auch ausgetauscht. Da haben wir jetzt ein Straßenfahrzeug mit 53 Jahren. Wow. Das ist Linie 1, ein Bus. Die kannst du alle austauschen. Passagiere. So, der fährt 50, 35, ja, dann ist das der schnellste Bus, ne? Mit 10 Passagieren sind auch 4 mehr drin. Kostet uns 452.000, die alle zu ersetzen, machen wir auch. Erledigt. Dann sind wir die auch schon mit durch die Gegend gefahren. Jetzt haben wir hier auf Linie 14 noch so ein Straßenfahrzeug. Ist nur eins. Wieso fährt da nur ein Fahrzeug? Können wir auf jeden Fall austauschen. Jetzt ist nur die Frage, wo ist denn diese Linie 14? Wie, das ist... Nee. Wo ist Linie 14? Ach, das ist die Linie, die nach hier hinten geht. Wie sieht denn Straßenfahrzeug 6 von 10? Okay, den haben wir aufgerüstet. Und hier stehen natürlich noch reichlich, ne? Wenn du guckst. 26, da steht keiner, weil das ein LKW ist. Hier stehen auch noch welche, 13. Das heißt, wir sollten hier noch ein Straßenfahrzeug dazu kaufen, oder? Klonen müssen wir irgendwo. Gewähltes Fahrzeug klonen. Sehr gut. Machen wir noch einen? Machen wir noch einen. Drei sind schon okay. Jetzt ist noch die Frage, wofür steht der hier? Für Linie 12. Was fährt denn da? LKW 18. Okay, das geht noch. Gut, wir nehmen andere LKWs oder Fahrzeuge. Straßenfahrzeug hier. Straßenfahrzeug 38. Alle sehr schlecht. Was transportieren die denn? 5. Stück Bretter. Bretter. Cargo. Warte, der war 60 km/h.
Mehrere Fahrzeuge, mehrere sind in einem schlechten Zustand. Ja, das wissen wir wohl. Alle Güter, 60, der fährt nicht so schnell, ne? Ja. Ich würde jetzt den Opel Blitz dann nehmen, Planwagen, ne? Und zwar den, den, den. Und der hier, das ist der Benz Planwagen. Komm, machen wir wenn alle, wenn es aber 1,2 Millionen, das haben wir nicht. Das hätten wir wiederum. Da links ist gerade was weggegangen. Jetzt fährt er schneller. Die da hinten fahren nur 40 und der kann jetzt schneller abhauen. Dann ist die Route ein bisschen besser dran, ne? Und das sind wahrscheinlich sogar die Fahrzeuge dahinter, ne? Diese beiden. Jetzt müsste man die beiden noch austauschen gegen den. 424.000 sind das dann. Die haben wir gerade nicht. 120.000. Ja, ich glaube, da ist das Geld jetzt erstmal alle, ne? Okay. Wo ist denn das jetzt? Okay, hier ist das. Ja, die fahren jetzt alle hier Kohle holen und was machen die da? Ne, die bringen hier was hin und die Bretter. Was gibt's denn hier? Bretter gibt's hier noch, aber keinen Stahl. Und dann würde Maschinenteile hier hergestellt oder was, ne? Maschinen werden hergestellt. Dafür braucht man Stahl. Also der fährt Bretter. Der auch. Und der auch, aber der hat noch nicht mal welche. Super. Das hat ja gut geklappt. Und da ist der erste Stahlwagen. Boah, den musst du aber austauschen. Haben wir das Geld? Nee, haben wir nicht. Wir haben schon miese. Okay, dann ist das leider so. Und wir müssen wieder warten, bis wir ein bisschen Geld zusammenkriegen. Und naja, die alten Fahrzeuge haben wir jetzt ausgetauscht schon mal. Wir sind von irgendwie, ich glaube, 78 war das älteste, oder? Auf 37. Das ist ja mal gerade die Hälfte so ungefähr. Ja, aber das ist trotzdem noch alles zu alt. Linie 15 fährt jetzt hier. Achso, das ist bestimmt der, den wir gerade sogar angeguckt haben, ne? Ja, der bringt das dahin. Okay, aber. Ah, ist ja schon ein Postbus, aber hier solche sind ja echt der Hammer. Ja. Und dann sind hier die Maschinenteile. Können wir mal schneller laufen lassen gerade, dass die ankommen, ja, ne? Maschinenteile liegen sogar da. Welche LKW sind das denn? Der bringt doch hier bestimmt, ne? Der bringt Bretter weg. Wir haben alle Bretter gebracht. Ja. Schade, dass der nicht überholt, ne? Ach, der hat auch Stahl. Da kommt sogar mehr Stahl rein, als ich gedacht habe. Und wo sind die Fahrzeuge, die jetzt was wegbringen? Ah, er hat hier sieben Teile drin. Okay. Und wie viel Geld? 24.000. Warte mal, lass mal nochmal die Linie aufrufen. Da ist nur, nee, doch, ist nur einer drauf. Fahrzeug verwalten. Ja. Aber wir haben 381 Miese, das nützt nix. Gut, ich würde sagen, wir warten mal ein bisschen ab, dass wir Geld wieder zusammenkriegen. Das sollte hoffentlich alles so klappen, wie wir uns das vorstellen. Lass mal auf Stufe 2 gerade laufen. Wie sieht's hier aus? Ja, es fehlt jetzt tatsächlich hier der Zug sozusagen, der noch Eisenerz bringt. Das andere ist ja gut da, ne? Da wird ja jetzt hier schon wieder Kohle gebracht, ne? Ja, 13 Einheiten. Läuft, ne? Und er ist der Zweite, der dann 14 Einheiten sogar schafft. Krass.
Okay, dann würde ich sagen, machen wir aber erst wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.